So Leute, herzlich willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir machen jetzt die Prüfung des Schwertes. Weil wir haben im letzten Part ja und in den letzten paar Parts haben wir ja alle Kisten gefunden und die ganzen Kleidungsstücke. Und wie ihr sicherlich wisst, wenn ihr das letzte Video gesehen habt, ich muss das nachvertonen jetzt hier, weil der Rendern abgekackt ist und die Mikroaufnahme damit im Arsch in Anführungsstrichen war und ich nur das Videomaterial habe. Deswegen spreche ich jetzt einfach so darüber und ich hoffe, das passt. Und ja, dann wollen wir mal letztes Mal das mal losgehen hier. Link. Was mache ich denn da? Ich weiß es nicht mehr. Da ist die Krogmaske. Diese Maske ist den Masken der Krogs nachempfunden. Versteckt sich ein Krog in der Nähe, macht sie sich bemerkbar. Haben wir da. Schick, schick. Schön mit dem Windrad oben drauf. Herrlich. Ja, lass mal losgehen jetzt hier. Was mache ich denn da? Da ist der Teleport-Medaillon. Das haben wir im letzten Part auch geholt. Und, aber wie gesagt, keine Ahnung, wie man das wieder deaktiviert, weil wir haben es oben direkt an der Fundstelle aktiviert. Ich nehme mal an, man muss sich einfach hin teleportieren, dann ist es weg. Weil so kann man das jetzt hier nicht deaktivieren wieder. Leider. Nichtsdestotrotz, auf wie geht's? So geil, der Dutt. Was los, Link? Let's go. Eine geheimnisvolle Stimme hat dir von einer großen Prüfung berichtet. Worum es sich dabei handelt, besuche den Dekobomb im Wald der Crocs. Na dann. Let's go. Ach, hier ist doch schön. Guck mal, da flattern sie schon. Die kleinen Crocs. Niedlich war. Gut. Warp der Crocs. Ruckeln tut's hier immer noch. Leider. Jetzt geht's los. Da ist er, der große Deku-Baum. Der Boss. Dekobomb, du sagst, du hast eine Stimme gehört. Aha, so. Und sie sagte, die Zeit sei gekommen. Ja. Komisch, wa? Dann lass mich dir erzählen, was ich von der großen Prüfung weiß. Du hast dir zwar das Masterschwert zurückgeholt, doch sein wahres Licht ist noch nicht erwacht. Die Prüfung des Schwertes dient dazu, deine Eignung festzustellen, des wahren Lichtes Herr zu werden. Es ist eine Herausforderung, die ihresgleichen sucht. Die Viecher. Dö, 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 Alle deine Waffen und Rüstung werden für diese Prüfung versiegelt. Du musst dich ihr unbewaffnet stellen. Kein Problem, Junge. Wenn du diese Prüfung mit Weisheit und Mut bestanden hast, dann wirst du wahrhaftig der Gebieter des Masterschwerts sein. Yes. Du scheinst ja wirklich sehr erpicht auf diese Prüfung zu sein. Ja, Sichi, sieht man doch. Schönes Lächeln im Gesicht. Ha? Nun, Link, dann stecke das Masterschwert zurück in seinen Sockel. Gerne. Prüfung des Schwerts. Neuer Eintrag. Ich glaube, wir waren auf der Suche jetzt nach dem Krogsamen Dude. Weil wir haben so viele Krogsamen noch. Und ich habe den noch nicht gefunden. Das dicke Revali's Ding. Da steht er. Der
Nicht Blumenkohl, sondern wie sagt man? Brokkoli, genau. Oho, Kleidung eng. Wir verstehen uns, wir sind vom selben Schlag. Weg mit der Kleidung. Oh, wie ich das mag. Ja, da haben wir uns gewundert, warum wir da nicht die Crocs haben eintauschen konnten. Ist die Kleidung erstmal runter, tanzt es sich nochmal so munter. Herrlich. Ja. Warten wir, liegt das an der Maske? Was mach ich denn da? Völlig verwirrt. So, da war sie. Maske runter. Und angequatscht. Ist die Kleidung erstmal runter, tanzt es sich nochmal so munter. Hat nicht geklappt. Tja. Dann ziehen wir was anderes an hier. Unsere linke Wand. Da ist er. Oh, oh, oh. Wenn du mir Crocsamen gibst, kann ich deine Taschen größer machen. Na? Ja, wir nehmen die Waffentasche, glaube ich. 35 Crocsamen. Ist schon eine Menge. Hm, doch nicht? Doch. Ich glaube, wir nehmen die. Bogentasche braucht 25. Wir entscheiden uns für die Waffentasche, sag ich doch. Jetzt, jetzt kommt der geile Tanz. Herrlich. Dam da 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 da. Dam da dam da. Steht da. Ja, eben machen wir noch. Die Schildtasche. 10 Crocsamen. Let's go. So muss es sein, herrlich. Einmal frei. Tja, für mehr reicht er leider nicht. Mach es gut, Junge. Steck drin, das Ding. Erstmal einsammeln. Den wertvollen Prinzessinnen-NCR, den ich nie benutzt habe für irgendwas. Ich glaube, jetzt müssen wir, machen wir erstmal Energie. Oh, ich war in der Annahme, wir haben nichts. Außer mit Buff. Allerdings ganz hinten waren die. Zum Aufladen, wollte ich gerade sagen. Na doch, ist ja zum Aufladen unserer Herzen. Zum, oder zum Auffüllen. Aber ist ja, ja, wir können ja auch mehrere davon futtern, dann ist das ja auch voll. Da war ich auf der Suche nach einer Feuerstelle zum Kochen. Gibt's hier aber nicht. Ja. Wir sind ja auch im Wald. So im Waldbrand gefahren, ganz hoch. Wahrscheinlich deswegen gibt es da keine Feuerstelle. Schöne Luxuswelt, das haut auch schön rein. Kann man ja eh nie weiter verwenden, ist ja schon gegrillt. Na, seht ihr. Haben wir da voll. Jetzt noch einen schönen Buffruf. Na, dann kann's losgehen. Da sind sie. Da habe ich sie entdeckt. Die Herzen. Da 71 gegrillte Barsche. Beziehungsweise geröstete.
Jetzt kommt der Buff. Dann lass mal los hier, Link. Auf geht's. Was wird wohl passieren? Da sind wir. Auserwählter des Schwertes im Namen der Göttin Hylia, sollst du dich der Prüfung des Schwertes stellen. Deine Kraft reicht noch lange nicht aus, um das wahre Licht des Marterschwertes zu entfesseln. Überwinde alle Fairness in dieser Stätte, um deinen Körper und deinen Geist zu stehlen. Dies ist ein Ort der Illusionen, der gewöhnlichen Welt entrückt. Was auch immer dir hier in die Hände fällt, wird sich in Luft auflösen, wenn du in deine Welt zurückkehrst. Auserwählter des Masterschwertes, überwinde die Prüfung. Ja, haben wir gerade gemacht. Na dann, let's go. Schwertprüfung 1, Schrein des Schwertes. Was erwartet uns denn hier? Jo, wie wir sehen, haben wir nichts. Wie damals bei dieser Schreinprüfung auf der Insel. Da stehen sie schon. Bin ums Feuerchen. Die Bockblinz. Ja, so hießen die. Unseren Chica-Stein haben wir noch. Den können wir benutzen. Und jetzt Rinder. Aufs Maul, Risse. Ist mal schön auf den Sack gekriegt direkt. Fängt der gut an. Unsere Prüfung. Schon am Wegrennen. Kann man wahrscheinlich auch eleganter lösen. Das war wahrscheinlich eine Überlegungsphase, wenn ich nur weggerannt, weil ich überlegt habe, wie ich die jetzt platt mache. Und da kam die Idee mit dem Stein. Hier einfach abzuwerfen. Und hier schön rübergeworfen. Anvisieren, falsche Knopf gedrückt. Ganz genau. Und wieder rübergeworfen. Da kam ich nicht auf die Bombe zu nehmen, wa? Das verstehe ich gar nicht. Zu lange her gewesen. Der letzte große Kampf. Und schön den Felsen abgeblockt. Da ist noch eine Route. Und hat geklappt ohne Bombe. Jetzt haben wir ein schönes Schild und einen Bockstock. Kommt her, Jungs. Szene von Latz. Bam, 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 bam. Na, ist noch was?
Sieht nicht so aus. Haben wir alles. Keine Ahnung, was ich da machen wollte. Mich wärmen. Ach, rösten. Wir haben die da geröstet. So war das. Dann haben die ein bisschen mehr Power. Allerdings kann man die danach nicht mehr weiterverwerten. Aber zwei Röstäpfel? Ja. Nö, eben bloß. Naja. Einer ist besser als keiner. Wenn wir uns langweilig sind, wir wieder hier. Auf zur nächsten Ebene. Da sind wir, Ebene 2. Was war das für ein Move? Man weiß es nicht. Ja, Junge, einfach hochfliegen. Was ist denn da? Und verbrennt da unten? Jo. Hat geklappt. Oh, jetzt gibt's Alarm. Bringt ihm aber nichts. Und ein Bockstock. Hier, schöner Angriff. Leider doch konnten wir, durften wir nur einmal schlagen. Boah, Reiseschild, Reiseschwert. Kein Feuer, kein Schleimgelee mehr da. Schleimmonster. Wie kommen wir da hoch? Revalis Sturm haben wir nicht. Was machen wir da? Ratter, 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 ratter. Oben ist auch keiner da. Hm. Und er wirft mit Steine. Bombe klappt nicht. Hm. Leichte Verzweiflung hat sich breit gemacht. Und dann klick, klick. Wir können ja auf den Baum klettern. Oh, schön mit der Axt ins Gesicht. Und sie schafft. Auf zur nächsten. Pfeiler eingesackt. Kann man immer hier brauchen. Und nochmal 15 Pfeile. Und ein Stein ist irgendwie nichts.
Naja, was soll da auch sein, war außer vielleicht nicht. Ein Grasshopper. Könnte da sein. Oh, essen. Na dann mal los. So, Ebene 3. Oh, was ist hier los? Hier gibt's Kisten. Aber wo? Unterm Stein ist keine. Da oben sehe ich eine. Lass mal hier Schleimi. Oh, Feuerschleimer. Die machen da schön Aufwind. Da kann man da schön hochfliegen. Bisschen blöd angestellt mich. Immer noch mit hochgegangen. Blöd. Blödheit muss bestraft werden. Wo ist das? Da ist er. Komm her, Schleimi. Über den Baum. Blöde Idee. Der Schleim kommt einfach nicht. Ja, jetzt kommt er. Und hoch mit dir, Link. Bumerang, Achter. Nicht schlecht. Allerdings aus Holz. Nur aufpassen, dass er nicht verbrennt. Schöne Ding. Schild kaputt. Und Bumerang weg. Ja, die andere Kiste habe ich da anscheinend noch ja nicht gesehen gehabt. Die ganzen Dinger hier im kaputt haue. Da ist der Bumerang. Glück gehabt, fast verbrannt. Oh, da fällt mir auch. Oh, noch eine Kiste. Die Kiste. Ja, wo ist sie? Such. Da oben. Ups, gerade so. Diddle-diddlein? Feuerpfeile. Naja, wir haben zwar noch keinen Bogen, aber Feuerpfeile. Haben oder nicht haben. Hab's nicht aufgegeben, unter die Steine zu suchen. Da war ich ein bisschen verpeilt. Ich dachte, er muss da irgendwas machen. Oh, das ist total dumm. Da ist einfach noch ein Gegner unterwegs. Das war noch so eine Idee von den alten Zelda-Spielen. Musste man ja immer ins Auge schießen. Und halt ein Rolter. Junge, wir sind hier im geschlossenen Raum, hör auf.
Diddlin. Wo ist mein Bumerang? Da hinten. Und los, auf zur nächsten Ebene. Was ist hier los? Ebene 4, Schwertprüfung 1. Da sind wieder ein paar Bockblins. Ein, zwei mehr, so wie es aussieht. Da habe ich wieder die Taste nicht gefunden. Ich glaube, da wollte ich nur eh dran pfeifen. Sind alle aufgeschreckt. Da kommt tut niemand. Oh, da kann man hochklettern. Und die Kisten kann man anheben. Oh, jetzt wurden wir entdeckt. Schnell hoch. Ah, da oben ist auch einer. Mit einer Lanze. Achtung, grüne Neuner. Ja, einfach hoch. Kein Problem. Oh. Glück gehabt. Hier, wir fangen. Junge. Ups, sorry. Und noch einer. Die liegen natürlich daneben. Aber unten haben wir ihn getroffen. Das ist ja schon mal gut. Ach du Güte, das ist ein blauer. Die sind ein bisschen stärker. Das ist ja auch noch runtergefallen. Da ist noch ein blauer. Allerdings ohne Schild. Unser schöner Bumerang ist gleich kaputt. Wer hat da geschossen? Sackgesicht. Schnappst du dir an, die Stachelbockkeule. Was haben wir hier? Sportlotusse und Wildbeeren. Oh, Pfeile. Ja, allerdings immer noch kein Bogen. Komischerweise. Da ist er. Der hat den Bogen. Bleib stehen! Noch drin? War da nicht drin doch. Ein Bogen. Das ist seiner, der den verloren. Ja. Badadadam, das war der letzte. Weiter jetzt. Mann, ich nehme ein Schild und ein Schwert. Cool.
Ebene 5. Was erwartet uns hier? Zwei große. Schnapp dir die Keule, Jung. Die Mobkeule. Ich da eine von Latz mit. Einmal frei, kein Problem. Dann ist noch einer. Nein! Lauf, Link! Da haben wir alle aufgeschreckt. Alle blaue. Nicht so gut. Ah, sehr schön. Einen haben wir. Oder? Nee, der lebt immer noch. Schnell, mach die Bomben! Hab ich. Ich nehme sie aber nicht, warum nicht? Doch jetzt. Aua. Jetzt haben wir es gleich. Nein, die zwei werden wir da wohl noch hinkriegen. So, die haben kaum noch Energie. Die sind schon oft getroffen worden. Ach, haben wir doch. Na, geht doch. Aber langsam bräuchten wir mal eine Kochstelle. Wäre mal nicht schlecht. Damit wir hier mal ein bisschen was kochen können, damit wir mehr Energie uns wieder mehr Herzen einverleiben können. Holzpfeile. Und was haben wir hier drin? Ach, guck mal, hier hätten wir auch schön die Dinger zum Explodieren legen lassen können. Schöne Früchte, ein paar Pfeile. Alle die zum Kochen. Aber wir können hier nicht kochen. Vielen Dank. Weiter jetzt. Und immer noch. Er gibt nicht auf und hebt die Steine auf. Auf zur nächsten Ebene. Achte grüne Neune, Riesensteinvieh. Mit 4 Herzen. Und anstatt was zu essen, ja, greifen wir den, glaube ich, gleich an. Oder? Nö, wir essen noch einen Chicken Apfel und ein Röstwild. Und dit Wild und dit Wild und ditte und dit und dit. Da war immer noch schwach. Auf der Brust. Und jetzt schön das Fass. Der Fruft da. Und am Arsch machen wir. Direkt. Der ist ja nie aufgestanden. Sind wir schon Game Over.
Tolle Wurst. Erneut versuchen. Ja, Leute, das war ein Satz mit X. Das war wohl nix. Schönes Ding. Ja, in diesem Sinne, das sollte gewesen sein. Im nächsten Part geht's weiter. Ich hab noch ihn aufgenommen. Und zwar ein Splatoon-Part. Den machen wir danach. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch den ja angucken. Und ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Ja, danke, Rivali. Lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, ciao. Und auf Wiedersehen. Tschüss.